Hallo, liebe Deutschlernende! In diesem Video möchte ich euch mal so richtig loben. Ich denke, ihr seid einer der besten Gemeinschaften, die es gibt. Ja, ich meine, ich versuche immer positiv zu sein in diesen Videos und ich versuche immer nett zu sein und das auch zu vermitteln. Ja, und ich kriege mit, dass ihr auch sehr positiv seid und sehr positiv denkt und mitmacht und intelligente Kommentare schreibt oder netten Lob. Und da möchte ich euch total loben. Also ich habe das letztens besonders erlebt, als jemand einen negativen Kommentar hinterlassen hat. Ja, jemand hat einen negativen Kommentar hinterlassen und dann gab es gleich zwei, drei Leute, die kommentiert haben, die geantwortet haben und gesagt haben, ah nein, ich denke, das ist nicht so oder ich denke, das ist doof, dass du hier so einen negativen Kommentar hinterlässt. Also ich merke von euch, dass ihr mich unterstützt, wenn jemand mal sehr harte Kritik übt oder jemand mal einen sehr negativen Kommentar hinterlässt oder einen trolligen Kommentar, ja, wenn jemand sich wie ein Troll benimmt, da steht ihr mir zur Seite. Oder wenn jemand versucht zu spammen, dann seid ihr auch da und antwortet und sagt so, hey, das ist nicht in Ordnung, dass du einfach hier uns spammst in der Gruppe. Wir wollen hier sehr gute Qualität haben. Ja, wir wollen nicht einfach ganz viele Posts haben, die nichts wirklich mit Deutschlernen zu tun haben oder nichts mit interessanten Themen zu tun haben. Okay? Also da freue ich mich immer sehr, wenn ich so etwas sehe. Ja? Also ihr seid positiv, ihr kommt mir zu Hilfe, wenn ein Troll auftaucht oder ein Spammer, ein Neinsager, ja, jemand, der sehr negativ denkt. Ja. Und ihr hinterlasst oft sehr nette Kommentare und das freut mich echt jedes Mal, wenn ich sie lese. Und ja, und ihr gebt auch eure eigene Meinung. Ja. Also wenn ich darüber rede, dass es gut ist, wenn man Trolle oder Neinsager in ihre Schranken weist, ja, als wenn man eine Antwort schreibt, in der man sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was du hier machst, ja, da heißt es nicht, dass man Meinungen unterdrückt, ja, Meinungen und verschiedene Meinungen postet ihr, ja, werden von euch gepostet und ihr sagt eure Meinung und das ist vollkommen in Ordnung und das finde ich total schön, ja, dass ich manchmal ein Video mache und dann kommt jemand, der eine andere Meinung hat und er hat auch sehr gute Gründe. Also oft sehe ich Kommentare, wo jemand eine bestimmte Meinung hat und ich sehe da sehr gute Punkte. Ja, ich sehe da eine sehr gute Argumentation, eine sehr gute Logik und so weiter. Ja, also aus diesen Gründen möchte ich euch mal als Gemeinschaft loben. Also es ist für mich echt ein Privileg, eurer Deutschlehrer zu sein. Ja, ihr seid positiv, ihr schreibt tolle Kommentare, ihr verteidigt mich, wenn ihr den Eindruck habt, dass jemand etwas tut, was nicht so gut ist, ja, um diesen Raum zu schützen, ja, die Lernatmosphäre. Ja, ich sehe, dass ihr darauf bedacht seid, die Lernatmosphäre zu schützen. Und das finde ich echt ganz, ganz toll. Ihr seid die Besten. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!